Wie kann ich eine Datensicherung machen und sie im Anschluss nutzen? Ich habe hier das Programm schon ein bisschen angepasst und habe persönliche Daten gespeichert. Diese möchte ich nun sichern. Dazu gehe ich in die Toolbox, in das Menü Speicherübertragung. Dort gibt es die Möglichkeit, einen Benutzerbereich zu sichern oder zu laden. Zuerst sichere ich diesen Benutzerbereich. Jetzt werde ich gefragt, welchen Benutzerbereich ich sichern möchte, und ich nehme den aktuellen, das ist der, der benutzt wird. Dann werde ich gefragt, wohin ich das speichern möchte. In meinem Fall, weil ich es am Computer mache, möchte ich es auf den Desktop speichern. Ich könnte aber auch den Ordner wechseln und zum Beispiel einen USB-Stick auswählen, wenn ich es zum Beispiel am Talker mache. Jetzt sage ich okay. Ich benenne die Datensicherung nach meinem Namen bzw. dem Namen des Nutzers und mache dann noch das aktuelle Datum dazu. Dann weiß ich immer, was die aktuellste Datensicherung ist. Jetzt habe ich eine Datensicherung und kann diese in den Talker laden, falls irgendwelche Einstellungen verloren gegangen sind. Oder ich kann sie auch in meine Emulation reinladen. Das heißt, wenn ich die Datensicherung eines Kindes habe und dann zu Hause an meinem Rechner etwas verändern möchte oder Schreiben mit Ikonen nutzen möchte, kann ich diese Datensicherung in die Emulation laden. Dazu gehe ich auch wieder in das Menü Speicherübertragung und wähle jetzt aber Benutzerbereich Laden aus. Jetzt werde ich wieder gefragt, wo ich das hineinladen möchte. Diesmal wähle ich einen anderen Benutzerbereich aus, könnte aber natürlich auch die alte Sache überspielen. Jetzt werde ich gefragt, was ich möchte, und zwar diese Datensicherung. Ich sage okay und möchte auch sofort zu diesem Benutzerbereich wechseln, also sage ich ja. Und habe jetzt in dem anderen Benutzerbereich trotzdem meine Datensicherung mit meinen Daten.